Jo, hi Leute, da sind wir wieder. Wir sammeln gerade den Mr. Kit Carter ein, machen noch eine Tour mit ihm heute. Bin gespannt, was heute noch so zusammenkommt. Hashtag Rauchen ist dumm. Mr. Kit Carter. Guck mal einer an. Es gibt ein Wiedersehen mit unser roter Bus. Hier nicht als Reisebus, sondern in einer Stadtbusausführung. Das ist das Unternehmen, das mal für Berlin Linienbus gefahren ist. Ihr erinnert euch wahrscheinlich. Zweimal bin ich an so einen Fahrer geraten, der mich nicht mitgenommen hat, weil ich keine Schuhe anhatte. Dann habe ich die angezeigt, aber dann war es auch schon Schluss mit Berlin Linienbus. Die haben ja dann zugemacht. Heute sind wir mit dem Auto da, da muss uns das nicht interessieren. Aber mich würde mal interessieren, ob dieser idiotische Fahrer da noch arbeitet. Ich bin jetzt mal so frei, das idiotisch zu nennen, was er da veranstaltet hat. Denn gegen die Beförderungspflicht verstoßen ist schon keine coole Sache. Unbefugten betreten verboten. Das heißt, also du darfst nicht auf den Unbefugten drauf treten. Biker Club. Irgendwie ist es diesmal ziemlich schwierig, zum Lost Place zu kommen. Wir wollen halt nicht immer den roten Teppich für uns aus. Kein roter Teppich. Die wasserscheue Katze. Das Gemeine ist, wir müssen hier nicht nur eine Böschung hoch, sondern hier sind überall Glasscherben und abgebrochene Glasböden und sowas. Das ist ja auch eine Glasfabrik, wo wir hinwollen. Vielleicht hat das was. Ja, weil jetzt so klar ist, folge dem Glas. Ja, macht ja schon irgendwo Sinn. Und die Hauptzufahrt, die ist halt nicht zugänglich. Deswegen gehen wir von hinten ran, durch den Wald, durch den Bach. Naja, also zumindest haben wir es zu einem Gebäude geschafft. So, das Ding ist auf jeden Fall schon mal Asche. Ja, müssen wir halt ein bisschen hier hinlaufen, gucken, was uns fällt. Schaut mal, hier ist jetzt der Eingang erlaubt. Früher war das mal rot eingekreist und durchgestrichen, jetzt ist ja Eingang erlaubt. Legal Urbex. Airbags ist nicht immer illegal. Nee, deswegen. Was ist da? Alles für die Sicherung des Friedens. Kampf um hohen Leistungszuwachs. Ja, Deutschland macht genau das Gegenteil von Leistung. Ja. Wir fahren jetzt alles zurück. Fürs Klima. Das auch nicht. Nee, aber fürs Klima, ne? Und deswegen weniger Leistung, mehr Klima oder so. Überall Scherben, barfuß durchs Glaswerk. Man beachtet, die haben auch Lampenschirme und sowas hergestellt. Schön, schön. Hier gibt es eine Fabrik und Wohnhäuser von den Arbeitern. Hier ist noch so ein verfallenes Gebäude. Das war einzigste Eingang. Ja, das ist das Highlight, sagt Mr. Kit Carter. Trümmer. Nee, das sind doch keine Trümmer. Ja, das waren die Öfen. Vielleicht hätten wir den Gaskocher mitnehmen sollen aus dem Auto. Das ist ja... Stuhl. Das ist ja Stuhl. Oh, bei über 500 Grad wollten die hier kochen. Ach so, unausgefüllt. Schade. Ja, aber immerhin noch ein Relikt. Ja. Oder nicht mehr ausgefüllt und es ist schon weg. Pink Panther ist da an der Wand. Glas trocken. Können Sie sich mal neue Fensterscheiben von machen? Ein bisschen dick, aber ja. Muss hier ein bisschen aufpassen, wo man hier hinsteigt. Ist ja alles nicht mehr so stabil. Nee, alles muss man gut aufpassen, ja. Für Instagram? Ach ja, ich filme ja noch. Ich habe hier posiert nebenbei. Egal. Das seht ihr dann auf den Bildern, wie die Szenerie aus Fotografensicht aussieht. Das ist ja alles kaputt. Der ganze Ofen hier. Die ganze Halle. Ist eigentlich nur noch ein kleiner Trümmerhaufen. Aber die Atmosphäre hier mag ich gerne. Ja, und es riecht auch sehr industriell nach Öl und so. Öl und Teer. Das
noch eine Katze an der Wand. Der müsste gerade als Comic-Version. Tröd. Staatliche Versicherung der Deutschen Demokratischen Republik. Rechtzeitig vorsorgen, ausreichend versichern. Ein Glasblock. Boah. Schwer. Senf mittelscharf. Mindestens haltbar bis 3,91 von der Lebensmittel GmbH Bautzen. Guck mal, wie schön das Glas damals war. Ja, haben wir mal zu. Aber der Senf. Das hätte ich auch gemacht. Aber der Senf sieht nicht mehr schön aus. Nee. Der klackert. Ja, der ist fest geworden. Will einer riechen? Nee. Über 30 Jahre alte Senf. Ja, über 30 Jahre alter Senf. Willst du den jetzt aufmachen oder was? Nee. Nee, lieber nicht. Lassen wir. Die Frage ist natürlich, ob die hier die Gläser hergestellt haben für die Bautzener Senffabrik. Das könnte ja auch sein. Und dann haben sie vielleicht mal zum Dank ein Glas Senf bekommen. Und den will hier natürlich keiner essen. Und dann liegt das hier und vergammelt. Kleiner Raum mit alten Spinden. Staatlicher Kunsthandel der DDR. Frauenporträts. Leute, könnt ihr uns sagen, ob das ein DDR-Einkaufswagen war? Da ist nicht wirklich ein Griff zum Schieben oder zum Schieben dran. Vielleicht war es ja auch ein Babybett. Blöderweise haben die uns den Weg zu den Siedlungshäusern zugemacht. Und hier ist sogar oben an diesem Bauzaunelement so eine Art Säge dran. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Haben einfach eine Säge dran gemacht. Sägeblatt. Unten drunter ist auch nicht viel Platz. Jetzt ist es aber auch so, dass nebendran ein Bikerclub ist. Und das kann natürlich sein, dass das das genutzte Gelände vom Bikerclub ist. Das eine Dach vom hinteren Haus sieht aus wie mit neuer Dachpappe versehen. Das könnte der Grund sein, warum das so abgezäunt ist. Hier sind ausgeblichene Landschaftsfotos an der Wand. Pass auf, das Holz ist von Nägeln durchspickt. Okay. VEB Vereinigte Beleuchtungsglaswerke Dresden. Ja, es war ein Beleuchtungsglaswerk, den Unterlagen zufolge. Also haben die Lampenschirme und sowas hergestellt. Hier sind irgendwelche Pläne von 1989. Also ich weiß gar nicht genau, was das sein soll. Zentraler Fonds. Arbeitstage, so und so viele Stunden. Eigenverantwortliche Fonds, Termin. Habe ich keine Ahnung, wie das hier zu lesen ist. Ordnung über die Abrechnung, Erfassung und Ausweisung von Bauleistungen und so weiter. Kopf hoch oder Kopf tief. Hier hinten ist alles eingekracht. Das ist auch irgendwie ein unsympathischer Raum. Hier ist alles voller Spinde. Nicht voller Spinnen, sondern voller Spinde. Spinnen, aber auch Spinnenweben gibt es hier auch. Ein Katzenaufkleber. Hier sind natürlich noch mehr Aufkleber von Fußballern. Das ist Ossi-Fußballer. Volker Diekart, Andreas Gielchen, Hans-Werner Moser. Das sind auch FC Bayern. Dabei. Hans Dorfner, Sven Scheuer, ProSieben, das alte ProSieben-Logo. Ah gut, kaputte Toiletten. Das ist nichts Besonderes. Ist alles schon arg verfallen hier. Interessante Kabelführung. So eine Kabeltrasse, die hängt aber ordentlich durch da hinten. Hier sind dann die Arbeiter immer lang gegangen, wenn sie von den Umkleideräumen kamen und in die Haupthalle gegangen sind. Ich habe auch gedacht, heute Nacht, ich sterbe vor Erschöpfung. Ich denke mal, hier wurde das Glas geschmolzen, denke ich nicht. Hey, das ist so anstrengend, 7 Tage oder 8. Tag jetzt schon. 8. Tag Urbex am Stück.
Was ich kurios finde, weil bei der Airbags-Tour in Belgien, da waren wir ja 2 Wochen am Stück unterwegs mit Simon. Ups. Und da war es dann so, dass ich ja nachts noch bis 2 Uhr Videos geschnitten habe, damit die Daily Vlogs rauskommen konnten. Und ich habe das aber nicht so in Erinnerung, dass mich das so sehr geschlaucht hätte. Das ist komisch, weil die meiste Zeit ist ja der Benjamin auch gefahren und ich habe die Navigation gemacht, so war es auf der Belgien-Tour auch. Aber zum einen wird man nicht jünger und zum anderen hat wirklich diese Corona-Zeit einen ganz schön alt werden lassen und geschlaucht und das wirkt immer noch nach. Und ja, manche Therapeuten fragen sich, ob wir überhaupt wieder in die alten Kräfte finden werden von vorher dieser koronistischen Zeit. Oder ob wir jetzt, nachdem wir jetzt verstanden haben, dass es eigentlich nur darum geht, dass die Pharmaindustrie uns gewisse Sachen verkaufen kann und wir uns dagegen wehren müssen, soweit wir das nicht für sinnvoll erachten, dass das einfach mental so viel Energie kostet, an sowas mitzudenken, dass man also ständig schon mit dem Akku auf gar nicht mehr über 80% kommt, sage ich mal. Wissen wir noch nicht, wie sich das auswirken wird. Muss man sehen. Das war wohl mal eine Uhr. Und ihr seht, hier ist überall ein Zaun, der geht komplett durch. Wir haben hier jetzt einen Weg rüber aufs Nachbargelände gefunden und wollen uns mal beispielhaft ein Haus ansehen. Ja, ist das schön. Dann gucken wir mal, wie die hier gewohnt haben. Ja, wenn hier noch Möbel drin stehen, dann hast du nicht mehr wirklich Platz. Hier ist noch ein Herd. Ein Klo. Hier stand mein Ofen. Ja, die ganze Asche ist noch da. Ob das damals schon so bewaldet war hier, dass man so im Dunkeln gehaust hat? Da kommt aber auch schon die Decke runter. Und hier ist noch ein Teil von einem Kachelofen. Und da haben sie dann gekocht. Nichts mit Gas, nichts mit Elektrik. So war das hier in den 80ern noch. Das ist das Dachgeschoss. Die Palmall, die große internationale Marke, fördert ihre Zukunftspläne mit insgesamt 1 Million DM. Sie brauchen nur eine gute Idee. Man trinke und staune. Im Keller waren Reifenlager. So, Kellerabteile waren hier. Aber ist alles schon zusammengefallen. Die Abtrennwände. Wir sind jetzt noch in einem anderen Haus. Da gibt es wohl mindestens 3 Eingänge. 2 auf der Gebäudeseite, einer auf der anderen, der zu der Treppe nach oben führt. Die sind also nicht baugleich, die Gebäude, aber vom Standard her wird das hier sicherlich auch nicht so die hohe Kunst sein oder der hohe Standard. Ich habe keine Lust mehr. Man kann zusammenfassen, die Wohnhäuser sind leer, teilweise ein bisschen Müll und die Kachelöfen sind zerschlagen. Das Einzige, was vom Inventar noch da ist, ist kaputt. Gut, manchmal gibt es noch einen Herd, aber auch der ist nicht in gutem Zustand. Wisst ihr Bescheid? Wir starten mit einer Halle von einem Eisenbahnbetriebswerk. Ich habe das aus der Luft entdeckt, weil das so markant aussieht. Offenbar fehlen hier alle Scheiben. Vielleicht waren da auch Ziegel drauf. Ich weiß es nicht, was da oben mal drauf war. Also hier sind ja weder Ziegel am Boden noch Scherben. Aber das ist leider auch schon das einzige Gebäude hier auf dem Bahngelände, das zugänglich ist. Insbesondere der Lokschuppen ist dicht und die anderen Nebengebäude auch. So ein paar Nebenräume gibt es hier auch noch. Also streifen wir hier natürlich noch kurz durch. Sonst haben sie sich viel Mühe gegeben, hier alles zuzumachen. Hier war es dann offensichtlich nicht mehr wichtig. Hier liegen so Unterlagen von einer Bauelemente GmbH herum. Die hat vielleicht die Räumlichkeiten hier genutzt
Und die wäre vielleicht dafür verantwortlich gewesen, diesen Teil des Geländes zu sichern. Möglicherweise gehört das hier schon nicht mehr der Bahn, sondern der Bauelemente GmbH, und das erklärt, warum hier nicht verbarrikadiert ist. Das Gelände. Oh ja. Das, ich wollte mich gerade festhalten. Ja, Duschen hatten sie hier auch. Ja, Bauarbeiter müssen auch mal duschen, ne? Die ganze Zeit schweißtreibende Arbeit machst. Und das ist der große Mülleimer. Jetzt habe ich leider eine große Taschenlampe nicht mit. Sonst könnte man euch zeigen, hier sind lauter verrostete Rohre. Kann man jetzt kaum sehen. In so einem Kellergewölbe. Hier seht ihr, wie brüchig das ist. Bricht einfach so weg. Das ist alles komplett durch. Deswegen ist auch wichtig, wenn ihr mal so Metallböden habt, so Metallplatten in Fabriken, da könnt ihr nicht einfach so drauflatschen, wenn die verrostet sind. Denn da kann man durchbrechen. Und das ist auch schon dem einen oder anderen Ölwechsler passiert. Deswegen, ja, testet mal aus, ob es stabil ist. Und rechnet nicht damit, dass es stabil ist. Hier ist der Lokschuppen mit der Drehscheibe. 15 Tore gab es hier. So, bei uns gibt es jetzt ein Abendbrot. Brot? Abendimbiss. Bevor wir dann noch auf dem Weg zum KitKater noch ein paar Lost Places anfahren, wo wir aber noch nicht wissen, ob das was wird. Aber zumindest sind wir dann schon mal gestärkt. Das wird jetzt auf jeden Fall gut tun. So, du hast hier einen Linseneintopf ausgesucht. Ja. Mr. KitKater hat zum Glück einen Dosenöffner mit für seine Ravioli. Und ich habe mir für 3,99 gar nicht mal so günstig, und ich glaube, das war schon Angebotspreis, rote Linsen und Kichererbsen, Couscous, Steinpilz, Chili besorgt. Da muss man nur Wasser reinfüllen, heißt es. 3 Minuten quellen lassen und fertig. Wasser rein, da hat er das, der KitKater ist ausgestattet hier mit einem kleinen Wasserpännchen. Jo. Wir haben eine Flamme. Das ist gut. Na dann, fröhliches Kochen. Ja. Und danach dann guten Appetit. Aber es geht bestimmt ganz schnell, man muss bisher nur erhitzen. So, Food Vlogging. Du hast hier deine Ravioli und der Linseneintopf. Linsensuppe, ja, ist recht flüssig. Ja, hier haben wir vielleicht auch 10 Milliliter Wasser zu viel, aber ich denke, das ist ganz gut. Und ich habe in der Zwischenzeit, während die anderen gekocht haben, habe ich mal die Route optimiert. Wir haben jetzt noch 96 Kilometer zu fahren, bis der Kater wieder zu Hause ist. Und die unterwegs Lost Places, die fahren wir noch an. Und wenn das alles ein Treffer wäre, dann kämen wir ewig nicht nach Hause. Deswegen hoffen wir eigentlich, dass der ein oder andere Fail dabei ist. Aber ein Lost Place, gehe ich von aus, seht ihr gleich im Video noch. Machst du jetzt Schleichwerbung? Wie schmeckt's denn, Thomas? Ja. Es ist scharf, angenehm scharf, aber es ist jetzt auch nicht so der große Fang, ja. Also der Preis-Leistungs-Verhältnis eher... Ja, nicht so. Okay. Vielleicht ist es wenigstens gesund. So, wir genießen hier noch ein paar Minuten die Bank, die hier hergestellt wurde und die diese Aussicht hier ermöglicht. Aber eine schöne Holzbank hier mit Lederlehne. Katzenstreu. Mr. KitKater hat hier seine Toilette vergessen. Hier stehen noch ganz viele Einweggläser. Im Keller auf dem Boden. Da hängt ein Fleischerhaken. Ein Regal. Da ist verrammelt, ja. Tisch. Und guck mal. Da schwimmen noch die eingemachten Gurken mit Zwiebelscheiben. Und da hinten ist noch irgendeine rote Brühe. Vielleicht Kirschen. Ja. Kirschen. Badezimmer ist noch gut bis auf den Wasserhahn. Eigentlich soweit ganz. Sogar die Klobürste steht hier noch. Die hatten hier so Fliesen mit Vögelchen. Ja. Badewanne. Ui.
Das nenne ich mal eine fröhliche Tapete. Sonst ist alles leer, oder? Mhm. Wahrscheinlich. Ist ja spannend hier. Ist die Decke. Und hier ist sie auch. Haben sie herabgesenkt irgendwann mal. Abgesenkt. Ui, okay. Also, ob das noch von hier ist oder ob hier jemand seinen Müll einfach mal hingestellt hat, das weiß ich natürlich jetzt nicht. Aber es scheint wohl hier mal die Küche gewesen zu sein. Oder vielleicht auch hier. Hier ist wieder jemand von der Teppichboden- und Badezimmerfraktion. Gott, welcher Mensch macht sowas? Das ist ja schrecklich. Stell dir mal vor, das Kind planscht zu sehr in der Badewanne, dass du hier eine riesen Pfütze hast. Ich weiß, wovon ich rede. Ja. Das kriegst du ja ewig nicht trocken. Willst du dann den Teppichboden föhnen? Hier in unserer Unterkunft übrigens, da ist auch kein Duschvorhang. Den Teppichboden föhnen, das wäre vielleicht ein guter Videotitel. Ja. Und hier sind Orangen abgebildet. Ah, okay. Vielleicht eine Pappe Orangenkonfitüre oder eine Lade oder so. Und davon was abgerissen. Ach so. Dekorationszwecken hier, ja. Dekoration hat das alles hier bitter nötig. Das, ja. Der Heinz. Heinz. Der Zahnputzbär Heinz. Ah. Heinz Bärchen musste seine Zähnchen schrubben. Und natürlich, es war das Bad. War eigentlich mal ein schönes Treppenhaus hier. Sitzgelegenheit. Kleine Schränkchen. Süß. Schönes großes Zimmer dort. Stimmt, das ist jetzt wirklich beeindruckend. Mit Stuck. Hier hinten ist ja die ganze Tür irgendwie umgekippt mitsamt Rahmen. Von wann war denn diese Mode? Wahrscheinlich nicht von früher, die Zeitschrift. Das sieht nicht wirklich alt aus. Nur ein bisschen altmodisch. Hm. Naja. Was ist das denn für eine Flasche hier? Interessante Form. Keine Ahnung, was da mal drin war. Okay, eine VHS 1994 Produktbereich. Oh. Ich weiß zwar nicht, wo der Thomas gerade rumläuft, aber das könnte ihn interessieren. Der steht doch auf Papierkram. Aber eigentlich am liebsten digitalisierten. Was haben wir denn hier? 1991. 600 Kilogramm. Naturstein kühn. Was haben wir denn hier? Weißen Fels. Wir sind garantiert nicht in Weißen Fels. Oh. Vielleicht weiß ja der Thomas, was das hier alles zu bedeuten hat. Ich bin nicht so der Papierkram-Mensch, absolut nicht. Und ich bin auch echt nicht der Büromensch. Ja, schon. Der guckt sich das an und dann weiß er gleich, was das alles ist und worum es geht. Ich habe davon keine Ahnung. Mir qualmt jetzt schon der Kopf, wenn ich das Zeug nur sehe. Also, nee. Soll der sich damit abgeben und mir dann erzählen, was er herausgefunden hat. Manche finden sowas schön. Dieses Badezimmer befindet sich ja schon fast wieder im Rohbauzustand. Hier mit Duschkabine, Badewanne. Ich weiß gar nicht, ob die hier auch eine Kloschüssel hatten. Ich sehe keine. Aber ein Waschbecken wohl mal. Ach, hier ist sogar noch. Sowas
vermisst man tatsächlich irgendwie in vielen Unterkünften, dass die einfach mal einen Stöpsel haben. Da will man mal so nett sein und irgendwas sauber machen oder so und dann Carrera Haar- und Bartschneidemaschine. Okay. Die Marke kenne ich jetzt eher von anderen Sachen, aber nicht für ein Haarschneidegerät. Na gut. Okay, von da kam ich. Man weiß nicht mehr, wozu dieser kleine Raum da war. Mit kleinem Fenster oben. Schön. Dieses Haus ist an sich ja echt hübsch und hat sehr viel Potenzial. Aber es ist halt alt, kaputt, an einer vielbefahrenen Straße. Ach, die Kabeldiebe waren auch wieder am Start. Und ja, kann man sich wahrscheinlich trotz allem nicht leisten, so ein großes Haus. Also es gibt Leute, die sich das leisten können, aber das hier ist schon eher so ein Liebhaberstück. Keine Ahnung, wo die zwei Kerlis hin sind. Ich habe die, seit wir die Treppen hochgegangen sind, nicht mehr gesehen. Ich höre die nicht mal mehr. Vielleicht hüpfen die irgendwie auf dem Dachboden rum oder so. Vielleicht finde ich die Leute dann dort. Es gibt nicht viele Orte, wo sie sein können. Okay. Da kommt schon die Decke hier runter von oben. Da muss ich mich ein bisschen bücken. Was steht da? Dachkammer. Das trifft's. Das trifft's. Von was war diese Verpackung hier? Da war wohl mal ein Buch drin. Oh, wie groß das hier alles ist. Da ist noch eine echt schöne Dachkammer. Noch ein Zimmer. Aua. Irgendwo draufgetreten, wo es piekt. Wir standen bestimmt mal hier in so ein Heizofen. Und ein Poster. Und jetzt wahrscheinlich nur noch ein Puzzle. Keine Ahnung, wer das da ist. Sieht mir nach so einer 90er-Jahre-Schönheit aus. Der Frisur nach zu urteilen. Okay, da liegt noch ein Kalender in der Ecke. Irgendwas mit 2. 2001. Ich habe hier gerade ein Mini-Andreaskreuz gefunden. Das erinnert mich jetzt eher an eine Modelleisenbahn. Weil selbst für ein Kinderspielzeug ist es schon extrem zierlich und klein. Sowas würde ich eher einer Modelleisenbahn zuordnen. Vielleicht war das hier der Raum dafür. Hobbyraum. Spielekarte. Oh, okay, Hündin. Wo ist der Hund? Da? Kenne das Spiel gar nicht. Also hier hat jemand noch einen Teppich ausgelegt gehabt in der Dachkammer. Und gibt es hier noch irgendwas Spannendes? Ach, ein Sandförmchen für Kinder. Ja, ist eine sehr große Dachkammer, würde ich mal sagen. Sehr, sehr geräumig. Geräumig. Ach, guck mal, da sind noch irgendwie Poster an der Tür oder so. Volvo. Hätte ich nicht gesehen. Ja. Wenn ich gleich da lang gegangen bin. Was steht da drauf? Stützisolator, VEB-Antennenwerke. Ein toter Fuchs. Der scheint aber noch nicht so lange tot zu sein. Das hier sind alte Wäscheklammern. Bevor die aus Plastik waren oder mit Metallfeder, hat man hier sowas genommen. Einfach auf die Wäscheleine draufgesteckt mit dem Kleidungsstück. Dann hat das gehalten in der Regel. Das ist eine Vorlage, wie der Bus beklebt werden soll. Ah, okay. Wahrscheinlich fehlt hier ein Ü, da müsste man jetzt Bescheid sagen. Pass mal auf, wir heißen Kurfürstenbad und nicht Kurfürstenbad. Da müsst ihr bitte hier nochmal nachdenken, sozusagen. Das ist hier nämlich eine Werbeagentur, die das entworfen hat. Mhm. Und wenn das keiner merkt, dann wird der Bus nachher falsch beklebt. Hier Bänke, die kannst du nämlich auch öffnen. Naja. Nichts mehr. Also hier gibt es noch viel mehr zu sehen, während Kathi hier einen Aufgang gefilmt hat,
habe ich mir das ganze Haus angeguckt, wäre einmal bei der Treppe abgestürzt. Nein, das war schon gefährlich an einer Stelle. Da rieselte alles runter, wenn man sich nur der kaputten Treppe genähert hat. Und dann rieselte es auch noch eine Dreiviertelminute später alles da runter. Also die Etage, da der Treppenpuzzle ist bald am Abklappen. Habe ich ansonsten irgendwas, oder haben wir, die Zuschauer und ich, irgendwas noch verpasst von dem Haus? Also ich von dem schon mal Sofa und einen Tisch gesehen. Ja, okay. Aber das Video würde hier wahrscheinlich eine Dreiviertelstunde nur dieses Objekt zeigen, wenn das jetzt alles noch so... Ich filme immer sehr ausgiebig, ja. Ja, aber nur, wenn es ein Wohnhaus ist. Wenn es eine Fabrik ist, dann... Ja, was jetzt mich zum Beispiel weniger interessiert, sind halt leere Fabriken. Wenn die jetzt nicht architektonisch noch total spannend sind... Sind sie immer. Wenn sie nicht mega spannend sind und selbst das, da habe ich mich schnell satt gesehen dran... Mit was ich gar nichts anfangen kann, sind Militärgebäude oder Bunker. Militär lassen wir heute weg, sonst kommen wir gar nicht mehr fertig. Finde ich halt einfach nur langweilig, kann ich nichts mit anfangen, irgendwie leere Räume oder so. Und aber was ich total gern mag eben, sind Wohnhäuser mit ein paar Sachen, die noch zurückgelassen wurden. Und vor allem, wenn es irgendwelche leeren Verpackungen aus den 80ern sind oder 70ern oder was weiß ich was. Da geht voll mein Herz auf. Ich bin so ein Nostalgie-Fan. Und so. Oder alte Möbel. Ja, gut. Das Video wird zu lang, sagt der Cutter. Der Cutter. Man sieht sowieso nur deinen Schatten, weil ich gegen das Licht filme. Lass uns doch nach draußen Cutter, gehen. Ich bin der Cutter und der sagt, es wird jetzt zu lang. Deswegen, wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt bitte den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und tschüss. Ciao, Kakao. An sich ein echt schönes Haus, wie ich hier schon gesagt habe. Wofür jetzt hier diese Leitungen eigentlich rausgucken? Die gehen hier unten am ganzen Haus entlang. Die scheinen auch schon alt zu sein. Ich weiß nicht, wofür die da sind. Und vielleicht hört man im Hintergrund, die Grillen zirpen sich einen ab. Eigentlich der letzte Lost Place für heute, nachdem wir ja in dem, wo wir eigentlich rein wollten, nicht mehr reinkommen, weil das jetzt eingezäunt ist und gesichert. Und jetzt schaut mal hier, wer da steht, vor dem Lost Place. Polizei. Ja. Da können wir also heute auch nicht erkunden gehen. Vergiss dein Essen nicht. Oh, danke. Bis zum nächsten Mal. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt dem da und dem Kanal. Ach, wie war das? Ich sag mal, wenn es euch gefallen hat, dann. Ja, nee, wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt den Kanal weiter. Ich wollte ja einen anderen Satz sagen. Das ist auch eine gute Idee, den Kanal weiterzuempfehlen. Ja, genau. Ja. Das hat ja auch nicht jeder einen YouTube-Account und, oder Odyssey-Account und dann kann er ja gar nicht abonnieren. Stimmt. Okay, gut. Ja, na dann. Ciao, ciao. And we'll grow.